Willkommen zu einer weiteren Episode Road to Knife Unboxing. Das ist mittlerweile Episode 3. Ist eigentlich Wahnsinn, dass ich das Format habe ich gestartet vor einem halben Jahr, glaube ich. Und ja, dritte Episode ist schon hier. So, wir hebeln heute die Shadowwrap Cases auf. Ich habe ein kurzes Update. Ich habe das Ganze schon mal recorded. Ich habe am Schluss gibt es ein Giveaway. Das habe ich ja schon aufgenommen gehabt. Habe ich gelöscht, kann man nicht verwerten. Ich habe die Kisten schon gehebelt, habe ich gelöscht, kann man nicht verwerten. Es ist ein bisschen, ja, am liebsten würde ich einfach abbrechen und CS grinden, aber jetzt mache ich schon keinen Adventskalender. Jetzt möchte ich hier ein verficktes Giveaway machen. Eigentlich eh schon 2 Wochen delayed, aber ja. Ich habe eine neue Facecam, beziehungsweise ich habe jetzt die. So, warte mal, ich hebe jetzt einfach mal die Kisten nebenbei und erzähle. So. Schluss gibt es ja ein Giveaway, das habe ich ja schon angesprochen, beziehungsweise steht auch im Titel und wird auch im Thumbnail zu sehen sein. Ja. Das erste Mal, dass ich in einem Video die Kisten hebel. Die AK ist sogar okay. Kann sogar Profit sein. Condition, Bruder, Minimal. Check mal gleich mal ab. Ich habe vorhin versucht mit OBS aufzunehmen. Ah, ist sogar wirklich Profit, nice. Aber OBS meinte einfach so, ja, ich recorde die Facecam in 3 FPS. Und was machst du so? Daraufhin, ja. In etwas tilt. Wenn ich vorhin... Okay, es läuft schon viel besser als vorhin. Ich schwöre, vorhin 2-mal Purple und 8-mal Blau gezogen, ne? Weil eh nothing special. Das habe ich schon einmal purple, einmal pink. Es läuft. Ich habe jetzt hier als Facecam, nämlich jetzt nicht über OBS auf, sondern ich habe meine Spiegelreflexkamera aufgestellt. Qualitativ sehe ich da einen großen Sprung. Aber ich weiß jetzt nicht, wie lange der Akku hält. Ich weiß jetzt nicht, ob überhaupt, weil meine Kamera ist halt, sage ich mal, dafür bekannt, dass sie nach ein paar Minuten einfach die Aufnahme beendet. Das heißt, wenn da jetzt irgendwie keine Facecam ist oder die irgendwann weg sein sollte, ihr wisst Bescheid. Aber mittlerweile sollte sie noch aufnehmen. So, der erste Blueskin. Mikrofon übersteuert auch nicht, das ist ebenfalls nice. Anscheinend wird das jetzt was mit dem Video. So. Wir haben jetzt das zweite Mal Blau, wir haben einmal Pink, wir haben einmal Purple. Ich hätte aber gerne ein Knife Game. Mein Kisten habe ich ja noch genug, also falls das jetzt wieder nicht hinhaut, ich kann ja nochmal aufnehmen. Nochmal. Habe ich aber nicht vor, weil so Kies sind auch nicht gerade. Gibt es dann, ja, ich weiß jetzt nicht, was ich sage. Ich weiß ja auch nicht, was ich schon gesagt habe. Ich weiß jetzt nicht, was ich noch nicht gesagt habe. Ich habe eigentlich schon im Prinzip alles gesagt. Ich weiß jetzt nicht, in welcher Aufnahme. Geben fickt mich jetzt mit 4-mal Blau in a Row. Gib mir die AWP, die wäre schon... Alter, die würde ich küssen. Kuss aufs Auge. Mac-10 finde ich auch nice. Mac 10 wird es, glaube ich, dann sogar im Preis ziemlich stark steigen, wie die AWP. Wenn die das so machen wie mit der Hydra Operation, dass die Keys nach der Operation, die Kisten nach der Operation einfach nicht mehr gedroppt werden, könnte passieren, dass die Kisten dadurch nach der Operation ziemlich krass steigen werden im Preis. Also da wäre es für Jungs, die ein Investment suchen, würde ich empfehlen, schaut einfach nach der Operation oder kurz bevor die Operation halt endet, was die Kiste kostet, kauft euch ein paar Kisten, sicher kein Fehler. Und da wird auch nicht nur die Kiste, sondern auch die Skins aus der Kiste steigen. Oh, nochmal die AK. Retestet.
Sachen geht ihr für 2 Euro weg. 3,70, okay. Okay, okay, okay. Ja. Ich bin gerade so richtig brainless. FN, das wollte ich wissen. Dann wollte ich nachgucken, was das Ding kostet. Oh, das ist, das, hey, warte mal. Da 10 Euro, dort 3 Euro, dort 5 Euro, gerundet 10 Euro. Mache ich hier noch Profit? Das kommt jetzt auf die letzte Kiste an. Okay, okay. Game. Profit in dem Case Opening hatte ich schon ewig nicht mehr. Es ist schon Jahre hier. Welche nehmen wir? Schreibt mir in die Kommentare, welche Kiste soll ich nehmen, die erste oder die letzte? Okay. Aha. Okay, dann nehmen wir diese. Oh mein Gott. Game bitte. Ich meine, ich hätte es eigentlich wieder damit gerechnet, dass ich 10-mal blau ziehe. Aber anscheinend ist es jetzt 3-mal purple, 1-mal pink und 6-mal blau. Nee. 1, 2, 3. 4-mal purple. 5-mal blau. Okay. Minimal. Also für ein Case Opening bei Game ist das schon ziemlich krass eigentlich, was hier passiert ist. Das könnte sogar plus sein. Ich habe zwei, na gut. Wenn ich die Kisten nicht mitrechne, dann ist es plus. Wenn ich die Kisten wegrechne, ich meine gut, die Kisten habe ich sowieso alle im Inventar. Was kostet so eine Kiste überhaupt? Was geht die weg? 85 Cent? Was? Lol, die ist ja wieder voll gestiegen. Ja, okay. Wenn es der einzige Weg an so eine verfickte Kiste ranzukommen ist halt, wenn du dir Sterne kaufst, dann bekommst du halt den Dingspass. Oder wenn du die auf dem Community-Markt kaufst, desto mehr du die auf dem Community-Markt kaufst, desto teurer werden die Kisten, desto mehr du halt da aus dem Dingspass die Kisten kaufst. Ja, dann sage ich mal Danke geben für den Profit, den ich hier jetzt gemacht habe, unter Anführungszeichen. Aber lief besser als jedes andere Case Opening in den letzten Wochen und Monaten. Ja, dann wünsche ich euch auch mal so viel Glück bei dem Giveaway, was jetzt kommen wird. Und da, warte mal, wie machen die das? Ja, und dann schalten wir zu unseren Außenkorrespondenten Santa Elmo. Yo ho ho, liebe Leute! Oh mein Gott. Nee. Take it serious. Yo ho ho, liebe Leute! Und willkommen! Oh mein Gott, ich finde das extra so funny. Ich finde es gerade echt schade, warum ich keinen Adventskalender mache. Erstmal Klartext. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das in der vorherigen Aufnahme erwähnt habe oder in dem vorherigen Clip. Der Grund, warum ich heuer keinen Adventskalender mache, ist, ich habe einfach nicht die Zeit, dass ich täglich ein Video hochlade. Ja, so ist es. Ich bin froh, wenn ich ein Video in der Woche schaffe. Und dann wird es meistens nur ein Video im Monat oder so. Aber Giveaway gibt es trotzdem, Boys. Giveaway! 4 Skins gehen raus. Und zwar hier 3-mal der AWP Manowar in Minimalware. Das heißt, 3 Boys bekommen eine AWP. Wie nehmt ihr teil? Ihr müsst einmal das Video liken, dann ein Abonnent meines Kanals sein und einen Kommentar schreiben. Ein Kommentar reicht. Wenn ihr mehr schreiben wollt, könnt ihr auch mehr schreiben, aber es wird nur eines gewertet. Und dann gibt es hier noch ein Bayonet Freehand in Fieldtested. Das ist so der Hauptpreis, was rausgeht. Und wie ihr das gewinnen könnt, in der Videobeschreibung, erster Link, da gibt es einen Gleam-Link, und zwar einen Gleam.io, oh, ich sehe, der Akku wird gleich leer, oder ich muss Gas geben, einen Gleam.io-Link,
dort klickt ihr drauf, dann könnt ihr teilnehmen, da brauche ich nicht viel erklären, Gleam.io kennt eh jeder Schwein. Und wie lange geht das Giveaway? Eigentlich war geplant vom 1. bis 24. Dezember, aber wir haben jetzt mittlerweile schon den 15. oder 16. Keine Ahnung. Und das bedeutet, ich lasse das Giveaway bis Silvester laufen. Also bis 31.12. habt ihr Zeit, daran teilzunehmen, bei der AWP und beim Live. Und auch gleich vorweg, falls jemand eine AWP gewinnt, hat er trotzdem noch Chance, auch das Knife zu gewinnen. Also, jo. Und dann sage ich auch schon Tschüss, weil der Akku, der ist leer. Tschüss. Dann danke Center Elmo für das Giveaway. Und für alle, die auch nicht am Giveaway teilnehmen wollen, über ein Like und ein Abo würde ich mich trotzdem freuen. Dann sage ich auch nur noch Ciao und bis zum nächsten Mal, euer Alex. Moin Meister! Center Elmo. Ich find's echt schade. Ich glaube, ich muss noch ein Center Elmo Case Opening oder eine Case Opening Road to Knife Unboxing Center Elmo Edition machen. Oder ein Gamble Center Elmo Edition oder... Ich weiß es nicht. Aber das Kostüm. Ich glaube, ich damals 5 Euro gekostet. Habe ich seit 3 Jahren. Wie viel ist denn Outfit wert? Center Elmo, Alter. Bruder, ich breche jetzt ab, bevor es zu cringy wird.